von Borderlands 4 bis Mafia 0. Die Neuankündigung der Gamescom 24 von GameStar. Und ich glaube, da dürften richtig coole neue Spiele drin sein und ein paar verwirrende. Habe ich so gesehen. Dann mal go. Im Rahmen der... Hast du das Intro gesehen von der Gamescom? Nein. Es ist so gut. Also das, was wir gerade sehen, ist das Intro. Gamescom wurden mal wieder jede Menge neue Spiele angekündigt und in diesem Video zeigen wir euch all diese Neuankündigungen. Allerdings konzentrieren wir uns auch wirklich nur auf die ganz neuen Spiele. Games wie Civilization 7, Monster Hunter Wilds und Indiana Jones haben zwar neues Gameplay gezeigt, wir wussten ja aber bereits, dass all diese Spiele kommen. Aber von den Spielen in diesem Video war noch keines offiziell angekündigt, auch wenn es schon das ein oder andere Gerücht oder eine kleine Andeutung gab. Wir gehen der Einfachheit halber alphabetisch durch die Liste und starten direkt mit einer der größten Neuankündigungen. Borderlands 4. Oh ja, da freue ich mich auch schon drauf. Gut, ich habe noch nicht einen Teil davon gespielt, aber alle in meiner Bibliothek. Nach dem Start des fürchterlichen Borderlands-Films kann das Franchise mal wieder ein paar gute Neuigkeiten gebrauchen. Der erste Trailer verrät fast gar nichts, aber vermutlich wird die Story wohl direkt an das Ende von Teil 3 anschließen. Wie genau und mit welchen Charakteren wissen wir aber noch nicht. Es geht aber wohl nicht direkt nach Pandora, sondern auf einen komplett neuen Planeten. Spekuliert wird auch, dass vielleicht Handsome Jack irgendwie zurückkehren könnte. Borderlands 4 wird wieder von Gearbox Software entwickelt und soll 2025 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X und S erscheinen. Die Spiele sind einfach ziemlich lustig, finde ich zumindest. Ja, ich glaube, ich muss mir die nochmal anschauen. Ich weiß halt nur noch nicht wann, weil es kommt jetzt halt schon wieder ziemlich viel raus. Oh ja. Im Koop machen die aber auch echt Laune. Also, wir haben das zu zweit oder zu dritt gespielt. Zu viert würde das auch ziemlich reinhauen. Also, das ist. Aber es ist ein Looter-Shooter. Also. Oh, looten kann ich gut. Shooten könnt ihr dann. Ja, du läufst durch und kämpfst einfach gegen Horden. Machst irgendwelche Quests und kämpfst weiter. Also, das ist wirklich so. Auf die Fresse. In Crisis X verschlägt es uns an die Westküste der USA in den 1990ern. Hier überzieht eine schwere Plage das Land, nachdem ein wissenschaftliches Experiment ordentlich schiefgegangen ist. Na, das ist ja mal wieder typisch. Um da lebend herauszukommen und zu erfahren, was überhaupt los ist, müssen wir viele fragwürdige Allianzen schließen. Crisis X sieht das sehr ruckelig aus, was so das Auto gerade gefahren ist, oder meine ich das nur? Nee, das dachte ich auch. Es erscheint 2025 für Xbox, den PC, iOS und Android. Deswegen sieht das so ruckelig aus. Weil es für Handys programmiert worden ist. Ja, okay. Und das war wahrscheinlich jetzt so der 30 FPS Cap und die haben es mit 60 FPS aufgenommen oder so. Directive 8020 ist die erste Episode der zweiten Staffel der Dark Pictures Spiele. Der vorherige Teil, The Devil in Me, deutete in seiner Nachklappe das Sci-Fi-Setting bereits an, doch jetzt kam erst die offizielle Ankündigung. Die Hollywood-Schauspielerin Lashana Lynch spielt hier die Astronautin Brianna Young, die auf einer Mission ist, um die Menschheit zu retten. Mensch, gar kein Druck. Brianna soll einen neuen bewohnbaren Planeten finden, denn die Erde stirbt. Der einzige in Frage kommende Planet ist allerdings schlappe 12 Lichtjahre entfernt und natürlich crasht die Crew bei der Ankunft und merkt schnell, dass sie nicht allein sind. Denn die Aliens, denen wir begegnen, können ihre Gestalt ändern und so unsere Crew nachahmen, wir können also niemandem vertrauen. Zusammen mit der filmreifen Inszenierung der Dark Pictures Spiele klingt das alles ziemlich spannend. Directive 8020 erscheint irgendwann 2025 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X und S. Die älteren Konsolengenerationen gehen leider leer aus. Solche Spiele kann man total gut einfach im Stream angucken, finde ich. Also selber spielen wäre das, glaube ich, ein zu langsamer Spielverlauf. Mhm. Aber zugucken macht Laune. Ja.
Was einst als zweiter DLC für Dying Light 2 begann, wurde auf der Gamescom jetzt als Standalone-Fortsetzung angekündigt. Dying Light The Beast spielt 10 Jahre nach dem ersten Serienteil und bringt auch dessen Protagonisten Kyle Crane zurück. Crane war in Gefangenschaft und an ihm wurden Experimente mit dem Zombie-Virus durchgeführt. Jetzt ist er auf Rache aus, kann aber auch übernatürliche Kräfte einsetzen. The Beast bringt eine komplett neue Open World, die einst ein beliebtes Urlaubsziel war und von Wäldern und kleinen Ortschaften geprägt ist. Es gibt wie im Dying Light 1 Add-on The Following wieder nutzbare Fahrzeuge und die Gegner setzen jetzt auch Schusswaffen ein, nachdem Dying Light 2 die Schusswaffen ja Anfang des Jahres schon per kostenlosem Update für die Spieler zurückgebracht hatte. Apropos kostenlos, wer die Ultimate Edition von Dying Light 2 gekauft hatte oder noch kauft, bekommt The Beast ohne Zusatzkosten. Oh, nice. Und das ist echt cool. Echoes of Mistralia ist die Fortsetzung vom bereits sehr guten Mages of Mistralia und bringt das Zaubersprüche-Crafting aus dem ersten Teil zurück. In dem Roguelite-Action-RPG geht's erneut in die Welt von Mistralia. Diesmal spielen wir Mazarim, einen Beschützer des Zirkels der Erinnerungen. Unsere Aufgabe? Wir sollen die Schatten der Vergangenheit von Mistralia bekämpfen. Wie im ersten Teil basteln wir dazu auch unsere ganz eigenen Zaubersprüche. Diesmal soll das System sogar noch weiter ausgebaut worden sein. Echoes of Mistralia erscheint auf Steam, einen Release-Termin gibt es noch nicht. Ich glaube, das ist so ein richtig geiles Couch-Game. Ja, ich glaube, also richtig schön auf dem Fernseher kann man das, glaube ich, zocken. Ja. Für Everspace 2 war bislang nur eine DLC-Erweiterung geplant, doch jetzt werden zwei Add-ons daraus. Das erste heißt Titans und bringt schon im September zwei neue Questlines, die sich um gewaltige Gegner drehen. Der erste ist ein lange vergessenes Schlachtschiff. Die andere Bedrohung sind die riesigen Leviathane, die auch als wiederholbare Events ins Spiel kommen und in die wir sogar reinfliegen können. Das Innere der im Weltraum lebenden Giganten ist dann prozedural generiert, damit es nicht zu schnell langweilig wird. Everspace 2 Titans soll am 16. September rauskommen, 15 Euro kosten und auch neue Charaktere und Ausrüstung bringen. Der zweite, nochmal deutlich größere DLC soll dann 2025 folgen. Wer sagt denn, dass das Ende der Welt immer schlimm sein muss? In Flowtopia besiedeln wir fliegende Balloninseln gemeinsam mit unseren Freunden und lassen die Seele baumeln. Flowtopia ist eine Lebenssimulation, die mit ihrer Knuffigkeit Animal Crossing Konkurrenz macht. Und das könnte sogar funktionieren. Es gibt Multiplayer, wir können unsere Wohnung und unsere Inseln frei einrichten, sogar Terraforming ist dabei. Und wir können noch andere Inseln besuchen, allerdings wird es wohl keinen Charaktereditor geben, stattdessen spielen wir vorgefertigte Figuren, die alle ihre eigenen Superkräfte haben. Allerdings sind die coolen Superkräfte natürlich alle schon vergeben, weshalb für unsere Charaktere nur die nutzlosen Fähigkeiten übrig bleiben. Na super. Auf unseren Reisen mit anderen, die genauso wenig nützliche Fähigkeiten haben wie wir, sollen wir dann lernen, dass jede noch so nutzlos wirkende Kraft auch eine Stärke sein kann. Wenn dann noch einige Komfortfunktionen, Crossplay und Cross-Progression dazukommen, die bei Konkurrenten wie Animal Crossing fehlen, könnte das hier ein richtiger Hit für Genrefans werden. Mehr erfahren wir, wenn Flowtopia irgendwann 2025 für den PC, die Nintendo Switch, die PlayStation 5 und die Xbox Series X und S erscheint. Ich bin eindeutig 20 Jahre zu alt dafür. Ja, es ist jetzt auch nicht unbedingt ein Spiel, was ich mir holen würde, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich glaube, das würde ich... Ich glaube, meine Nichte wird das cool finden. Ja, das sieht auch eher so... Die ist 10. Nee, ja, 9. Das... 9. Ja, irgendwie so. Das ist auch, glaube ich, eher so die Ansprechgruppe. Ja, glaube ich auch. Aber süß gemacht ist es schon. Ja, oh. Einen der witzigsten Trailer der Gamescom Opening Night Live hatte Goat Simulator Remastered. Das Remaster, das niemand haben wollte. Und nein, das sage nicht ich, das sagt im passend selbstironischen Ton die offizielle Beschreibung des Spiels auf der Steam-Seite. Das Remaster kommt mit verbesserter Grafik, allen DLCs und angeblich auch mehr Bugs als möglich scheint. Gut, das ist die Goat Simulator-Erfahrung. Am Gameplay ändert sich aber nichts. Es geht darum, in einer Sandbox-Welt einfach so viel Chaos zu veranstalten wie möglich. Abgedrehte Spielmechaniken, übertriebene Ragdolls und verrückte Physik haben Goat Simulator vor 10 Jahren schon einmal zu Ruhm verholfen. Mal schauen, ob das mit der Neuauflage erneut klappt. Goat Simulator Remastered erscheint noch dieses Jahr für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series Konsolen und es kommt sogar in den Game Pass.
Was zur God Save Birmingham beantwortet die Frage, was macht das Leben im Mittelalter noch mühseliger? Richtig, Zombies. In diesem Survival-Game wachen wir als einziger Überlebender in einer Stadt auf, die von den Untoten überrannt wurde. Mit nichts als unserem Grips und unseren Fäusten müssen wir die Horden überleben. Ein Fokus des Entwicklerstudios sind dabei realistische Physik und Charaktermechaniken. Vermutlich sind damit Dinge wie Hunger und Durst gemeint. Aber auch in dieser düsteren Welt soll es witzige Momente geben. Das Team, das am Spiel arbeitet, ist wohl recht klein und hat den ersten Bild in sehr kurzer Zeit zusammengeschustert. Bis das Spiel erscheint, dauert es wohl also noch eine ganze Weile. God Save Birmingham erscheint auf Steam, einen Release-Termin gibt es aktuell noch nicht. Das sieht funny aus. Ich weiß nicht, warum in letzter Zeit gefühlt nur noch Spiele rauskommen, wo es um Zombies geht. Ja, das ist ja in den letzten 10 Jahren so. Ja, aber das ist doch irgendwann mal langweilig, oder nicht? Also, gefühlt bestanden ein Drittel der Trailer nur aus Zombie-Spielen. Ja. Also jetzt auch von letzter Woche. Ja. Hm. Sich mal irgendwie was Neues ausdenken, wäre toll. Gegen Alien-Horden kämpfen. Stimmt. Das ist modern. Ja. Aber ich finde, das ist mal ein komplett andere Herangehensweise an das Genre. Also deswegen finde ich das ganz cool. Mhm. Ach, noch so ein knuffiger Trailer. Hela ist das neue Spiel einiger Unravel-Macher, die ihr eigenes Studio Knights Peak gegründet haben. Diesmal spielen wir aber in voller Third-Person-Perspektive und nicht mehr in der Seitenansicht. Als Team aus Mäusen erkunden wir eine große Welt. Die Mäuse haben zudem diese witzigen Froschrücksäcke auf, mit denen sie Items fangen, sich durch die Welt schwingen und sogar fliegen können. Super süß. Das erste Gameplay sieht sehr knuffig, aber noch etwas hakelig aus. Mal gucken, was das fertige Spiel bringt und wie sich das Unravel-Team so im dreidimensionalen Raum schlägt. Hela erscheint für PC und Konsolen, für welche genau steht noch nicht fest. Und pelzig geht es weiter mit Hurdling. Hier spielen wir einen kleinen Hirten, der eine Herde Bison-ähnlicher Tiere, die sogenannten Calicons, durch die Berglandschaft einer verlassenen Welt treibt. Auf dem Weg zum Gipfel sind unsere Hindernisse aber nicht nur schmale Gebirgspfade, sondern auch die ein oder andere gruselige Begegnung, mysteriös. Zusammen mit den Calicons sollen wir dieses Abenteuer an der Bergluft genießen, erleben aber auch einige actionreichere Momente. Und auch die Gefühle sollen natürlich nicht zu kurz kommen. Alles in allem sieht Hurdling nach einem schönen Cozy Game für PC und Konsolen aus. Der Release ist für 2025 geplant. Das ist mal ein Cozy Game, was so ein bisschen anders ist. Der animierte Ein was? Ein Cozy Game. Weil alle Cozy Games, die es aktuell so gibt, haben immer irgendwie Farming oder so mit drin. Du musst immer irgendwas anbauen, abbauen. Ja. Deine Farm betreiben, so dass das Gefühl das einzige Genre, was es bei das einzige Untergenre, was es bei diesen Cozy Games irgendwo gibt. Und das ist halt mal was komplett anderes, was aber auch total entspannen kann. Ja, ich weiß nicht, wenn dann da so eine komische Kuh einfach abhaut. Naja, jetzt gerade sah das nicht so anspruchsvoll aus. Der ist ja nur hinter den Viechern hergerannt. Trailer zu King of Meat schickte Gamescom Opening Night Live-Host Geoff Keighley durch eine mörderische Gameshow. Das fertige Spiel wird ihn aber nicht dabei haben. Stattdessen kämpfen wir uns mit bis zu 3 Freunden durch eine verrückte, kunterbunte und, recht tödliche Gameshow. Das erinnert etwas an eine Mischung aus Mario Party und Fall Guys, aber in Metal. Wer keinen Bock auf den Stress hat, kann auch seine eigenen Dungeons bauen und seine Freunde dann dadurch jagen. Aber das hier ist immer noch eine Gameshow, behaltet also immer die Gunst eurer Sponsoren im Auge, um neue Items freizuschalten. King of Meat erscheint für den PC, die Nintendo Switch, die PlayStation 5 und die Xbox Series Konsolen. Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Vorher wird es laut Entwicklerstudio Glowmade aber auch einige Playtests geben, perfekt also, um sich selbst einen Eindruck zu verschaffen. Das sieht sehr lustig aus. Ja. Nachdem Skull Island Rise of Kong letztes Jahr als herausragend schlechte Lizenzumsetzung für viele Lacher gesorgt hatte, sieht Kong Survivor Instinct schon ein bisschen vielversprechender aus. Das ist angesichts der Konkurrenz aber auch nicht schwer. In dem Sidescroll-Action-Adventure steuern wir einen Vater, der seine Tochter sucht und dazu die Trümmer einer Großstadt erkundet.
Immer mal wieder tauchen auch die Monster aus Legendaries Monsterverse auf, denn Survivor Instinct spielt kurz nach den Ereignissen des Kinofilms Godzilla vs. Kong. Rauskommen soll das Spiel noch im Herbst für PC, Xbox Series X und S und für die PS5. Das Mountainbike-Geschicklichkeitsspiel Lonely Mountains Downhill bekommt mit Lonely Mountains Snow Riders eine Fortsetzung und ganz genau genommen wurde das Spiel sogar schon ein paar Tage vor der Gamescom angekündigt, aber da drücken wir mal ein Auge zu. Statt mit Fahrrädern geht es diesmal offensichtlich mit Skiern die Berge hinunter. Dafür stehen 4 Spielmodi zur Auswahl, in denen ihr die Strecken zu eurem Vorteil nutzen müsst und sogar Tricks machen könnt. Neben den klassischen Solo- und Multiplayer-Modi gibt es zudem noch einen Zen-Modus, in dem ihr Geheimnisse finden oder einfach nur das Fahren durch den Schnee genießen könnt. Lonely Mountains Snow Riders soll noch Ende des Jahres für den PC erscheinen. Konsolenversionen sind noch nicht offiziell bestätigt. Das könnte ich mir auch lustig im Koop vorstellen. Oh ja. Linked ist ein Koop-Hack-and-Slash-Game mit Roguelite-inspirierten Missionen und Städtebaufortschritten, wo wir Items freischalten und neue Verbündete sammeln. Na, wenn das mal kein Bingo auf meiner Gaming-Schlagwortkarte gibt. In Linked sollen wir gefährliche Maschinen bekämpfen, die die Welt zerstören wollen. Aus der isometrischen Perspektive schnetzeln und ballern wir uns dazu durch Horden von Blecheimern. Zwischen den Missionen bauen wir unsere Stadt aus und können durch Fischfang und Landwirtschaft dort sogar Ressourcen sammeln, mit denen wir dann unsere Ausrüstung verbessern. Ich habe da gerade noch einen Spruch drüber gemacht, aber das klingt tatsächlich mal nach einer interessanten Mischung. Neben den bösen Robotern können wir uns mit einigen anderen allerdings auch anfreunden und sie in unsere Stadt einziehen lassen. In der Stadt können wir dann auch mit Freunden zu 6 herumrennen, auf Missionen gehen wir allerdings maximal in 3er-Teams. Linked Banner of the Spark erscheint schon am 22. Oktober 2024 im Early Access für den PC. Nach Borderlands 4. Bei dem Spiel wusste ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das zu hektisch war. Das, ich glaube, dass das so hektisch rüberkam, lag wirklich nur an der Art und Weise, wie das zusammengeschnitten wurde. Ja. Weil allein dieser Aspekt, wenn du halt dass du deine Stadt bauen kannst, ist, wenn du mal keinen Bock mehr auf diese hektischen Szenen hast, dann gehst du einfach in deine Stadt und baust da ein bisschen rum, pflanzt an, erntest und so. Das ist schon eine coole Mischung. So hast du halt immer so ein bisschen was von beiden, ne? Ja, so ein bisschen Housing mit dabei, ja. Ja. War Mafia 4 wohl die größte komplette Neuankündigung der Opening Night Live. Der neueste Teil der Open-World-Reihe verzichtet aber auf eine Zahl im Titel und heißt schlicht Mafia The Old Country. Der Grund dafür? Das Actionspiel ist ein Prequel. Statt in einer fiktiven US-Stadt erleben wir dieses Mal eine Gangstergeschichte in der Unterwelt Siziliens. Entwicklerstudio Hangar 13, das bereits Teil 3 und das Remake vom Original entwickelte, verspricht Filmfeeling und eine atemberaubende neue Landschaft. Zudem wird es eine sizilianische Vertonung geben. Außerdem wollen sich die Entwickler wieder mehr auf die Stärken der Serie konzentrieren. Das heißt wahrscheinlich weniger Open-World-Nebenbeschäftigungen und mehr starke Story-Missionen, ähnlich wie sie es nach Mafia 3 auch schon bei der Neuauflage vom ersten Mafia gelernt haben. Und das klingt ja genau richtig. Viel mehr wissen wir aber noch nicht über das vierte Mafia. Das Actionspiel soll aber schon 2025 für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen. Im Dezember soll es mehr Details geben, vermutlich bei den Game Awards. Da habe ich den Trailer von gesehen, das ist schon wieder so, Alter. Es ist ein Fiebertraum. Oh. In direkter Anknüpfung an die 1996er Sci-Fi-Parodie Mars Attacks von Tim Burton hat das Entwicklerstudio Outlier jetzt sein Freizeitparkspiel Mars Attracts angekündigt. Im Trailer sehen wir sogar ein Alien, das 1:1 aus Mars Attacks stammen könnte, denn Mars Attracts spielt ganz offiziell im selben Universum. In Mars Attracts bauen wir ab 2025 auf der Oberfläche des roten Planeten makabere Fahrgeschäfte und andere Attraktionen auf und entführen dafür auch Menschen aus allen möglichen Zeitaltern, damit die Marsianer was zum Bestaunen haben. Das Spiel soll zunächst in den Early Access starten. Ja. Masters of Albion ist das neue Spiel von Peter Molyneux, der Entwicklerlegende hinter Klassikern wie Dungeon Keeper, Fable und Black and White. Ja, besonders das Nö am Ende.
Ich glaube, Gronkh hat das gesagt, da bin ich mir aber völlig unsicher. Das sieht wie ein Rebranding von dem Krypto-Game aus, was der Molyneux gemacht hat. Molyneux hatte sich in den letzten Jahren mit einigen zwielichtigen Spielexperimenten aber auch ein bisschen den Ruf ruiniert. Jetzt will er zu alten Stärken zurückfinden. Masters of Albion ist tagsüber ein Aufbauspiel, in dem wir unsere kleine Stadt aufbauen und per Götterhand mit der Umgebung interagieren. Wir können Bewohner hochheben und an neuen Arbeitsplätzen fallen lassen oder ganze Häuser abdecken und umbauen. Wir können sogar Zaubersprüche wirken oder aber auch die direkte Kontrolle über eine Figur übernehmen. Das funktioniert auch nachts, wenn wir die Stadt vor Angreifern verteidigen müssen. Das ist nämlich die zweite Hälfte des Gameplay Loops. Masters of Albion soll zwar auch ein bisschen von Fable inspiriert sein, ist aber kein offizielles Spin-off der Reihe. Die Spielewelt von Fable heißt ja auch Albion, die Rechte an der Reihe liegen aber bei Microsoft. Peter Molyneux hat nämlich ein Schlupfloch gefunden, denn er sagt, der historische Begriff für England sei nun mal Albion. Peter Molyneux verspricht derweil für sein neues Spiel eine fesselnde Geschichte, eine riesige Open World, komplexe Aufbaustrategie und spannende Kämpfe. Aber seine letzten Spiele wie Godus und Godus Wars sind bereits im Early Access verschimmelt, nachdem man auf Kickstarter Millionen eingesammelt hat. Und sein Wirtschafts-Blockchain-Spiel Legacy war ebenfalls ein Schuss in den Ofen. Wir sind also etwas vorsichtig, was neue Spiele von ihm angeht, auch wenn das Konzept hier durchaus spannend klingt und im ersten Gameplay auch schon solide aussieht. Masters of Albion erscheint auf Steam, einen Release-Termin gibt es noch nicht. Das sieht aber irgendwie oldschool clunky aus. Erinnert mich ein bisschen an das Gothic, was du eben noch gespielt hast. So von der Grafik her. Ja, also es ist Und komisch. Gothic ist schon so ein, zwei Tage älter, habe ich gehört, ne? So 23 Jahre. Das Entwicklerstudio Play on Worlds hat nach dem 2023er Zeichentrick-Metroidvania Ebenezer and the Invisible World jetzt mit Maui the Shapeshifter ein weiteres Sidescroll-Metroidvania in charmanter Cartoon-Optik angekündigt. Diesmal geht es nach Polynesien, wo wir die Verwandlungskünste unserer Spielfigur Maui nutzen und uns in verschiedene Tiere transformieren. So erreichen wir neue Das Gebiete in der klingt sehr Spielwelt und nach schalten Rayana. genretypisch Geheimnisse frei. Wir erkunden Inseln und den Ozean, Vor allem schalten auch der neue Haken Kräfte ist ja frei und genau kämpfen gleich wie gegen bei Monster. Vayana. Wie der Ja. von Maui eben, ne? Ja, ich weiß aber nicht, ob das basierend auf einer Legende ist. Das kann natürlich sein. Und andere Bedrohungen. Einen Release-Termin gibt es für Maui the Shapeshifter noch nicht. Bislang ist das Spiel auch nur für PC angekündigt. Monument Valley 3 ist das neueste Netflix-Spiel und dreht sich wieder rund um knifflige Puzzle, die mit der Kameraperspektive spielen. Schon die ersten beiden Spiele waren extrem stilsicher und boten clevere Rätsel. Aller Voraussicht nach wird das beim dritten Teil auch wieder so sein. Monument Valley 3 erscheint am 10. Dezember exklusiv für Netflix Games, ist damit aber auch auf dem Handy verfügbar. Teil 1 und 2 erscheinen ebenfalls noch für Netflix Games. Das erste Spiel kommt am 19. September, die Fortsetzung folgt am 29. Oktober. Reanimal sieht aus wie der geistige Nachfolger der Little Nightmares-Spiele. Und das ist auch kein Wunder. Hinter dem Horror-Adventure stecken nämlich Tarsia Studios, die Little Nightmares 1 und 2 entwickelten, aber an Teil 3 nicht mehr beteiligt sind. In Reanimal steuern wir also erneut kleine Kinder durch eine Welt voller gruseliger Gefahren. Es wird gehüpft, gerätselt und geklettert. Anders als die bisherigen Spiele des Studios setzt dieser Titel ausdrücklich auf Koop. Auf Wunsch ziehen wir aber auch alleine los. Einzelspieler müssen also keine Angst haben. Wobei, bei dem Setting vielleicht ja doch. Wann das Adventure für PC, PS5 und Xbox Series erscheint, ist noch unbekannt. Die Entwickler von Rainbreaker bezeichnen ihr Action-Roguelike selbst als Medieval Punk. Aha. Wir spielen jedenfalls Clef und zusammen mit unserer Bande von Rebellen streben wir gegen die böse Königin auf, die ihr Reich unterjocht. Mit unterschiedlichen Lanzen bewaffnet kloppen wir mittelalterliche Hightech-Maschinen klein und zerschlagen wortwörtlich die Bastion der Königin von innen heraus. Dabei entdecken wir Geheimnisse, Fallen und jede Menge Loot.
Gehen wir doch mal drauf, rüsten wir gleich wieder die nächste Lanze aus und stürzen uns wieder ins Getümmel. Wir begegnen aber auch NPCs wie Händlern oder Loyalisten, mit denen wir verhandeln können. Unterwegs finden wir sogar neue Verbündete. Rainbreaker erscheint auf Steam, einen Release-Termin gibt's aber noch nicht. Das ist ja gar kein Spiel für mich, ne? Redacted sieht zwar nicht so aus. Ja, die... Irgendwie habe ich den Eindruck, dass sehr viele Roguelike rauskommen. Mhm. Entweder Zombies oder Roguelike. Mhm. Das spielt aber in der gleichen Welt wie das Horror-Action-Game The Callisto Protocol. Statt Third-Person-Horror gibt's hier aber Roguelike-Action im Black Iron Hightech-Gefängnis. Tja, und wir sind ein armer, einzelner Wachmann, der nur eine Aufgabe hat, es lebend zur letzten Fluchtkapsel schaffen. Denn die Insassen wurden alle infiziert und mutiert und wollen uns ans Leder. Wir wehren uns mit einem großen Arsenal an Waffen, Anzügen, Fähigkeiten und mehr. Redacted möchte dabei leicht zu lernen, aber nur schwierig zu meistern sein. Na, schauen wir mal, ob das Callisto-Universum auch für Roguelikes geeignet ist. Hat er das gerade zweimal gesagt? Ja. Okay, gut. Ich war gerade... Ist meine Audiospur am Hängen? Nein. Redacted erscheint bereits am 31. Oktober für den PC, okay, die PlayStation 5 und die Xbox Series X und S. Retrievals erster Trailer ist richtig finster und düster geworden und erinnert direkt an Dead Space oder Callisto Protocol. In dem Horror-Action-Abenteuer schlüpfen wir in die Rolle von Hannah Losch, Kommandantin eines Forschungsteams auf einem fernen Planeten. Hannah und ihr Team sind in einer mysteriösen U-Bahn-ähnlichen Basis gestrandet, in der sich jede Menge Geheimnisse verbergen. Das Voice-Over des Trailers spricht von Sachen, die man lieber in Ruhe gelassen hätte. Na, das kann ja nur gut gehen. Ähnlich wie Dead Space wird auch Retrieval wohl richtig blutig und setzt auf dichte Atmosphäre. Wir müssen uns wohl aber noch eine ganze Weile auf das Spiel gedulden. Retrieval hat nämlich noch kein Erscheinungsdatum, ist aber für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series Konsolen angekündigt. Kein Spiel, was ich jemals spielen werde. Das sieht richtig gut aus. The colonization of space. Nachdem das Entwicklerteam der Typhoon Studios 2021 nach dem Stadia-Aus von Google aufgelöst wurde... Das war doch letzte Woche auch schon dabei, oder? Ja, aber das sind jetzt alle Gamescom-Ankündigungen. Und das von letzter Woche war dann irgendwie, das kam dann einen Tag vorher raus oder so. Oder wurde geleakt oder sowas. Haben sich viele der Devs in den neu gegründeten Raccoon Logic Studios wiedergefunden und jetzt arbeiten sie mit Revenge of the Savage Planet an einer Fortsetzung zum 2020 veröffentlichten Ego-Shooter Jump'n'Run Journey to the Savage Planet. Das neue Spiel wird jedoch aus der Third-Person-Ansicht gesteuert, bietet aber wieder einen Koop-Modus und setzt auf viel Erkundung, Springen, Gleiten und Rutschen in vier Welten. Und auch der abgedrehte Humor des Vorgängers kehrt zurück, wobei das neue Spiel auch als Abrechnung mit Google zu verstehen ist. Revenge of the Savage Planet soll 2025 für PC und Konsolen herauskommen. The water receded, it carried away everything we ever had. Die Mudrunner-Serie bekommt nach SnowRunner und Expeditions den nächsten Ableger. Roadcraft stellt dabei Logistik und Wiederaufbau in den Mittelpunkt, denn wir werden hier in von Naturkatastrophen heimgesuchte Gebiete geschickt und sollen Straßen, Brücken und sogar Fabriken wieder aufbauen. Dazu nutzen wir den 8 zum Release. Das wäre interessant, ob es da Koop oder sowas gibt, aber bei... Wenn ja, müssen wir da reinschauen, das weißt du, ne? Ja. 2025 auf PC, PS5 und Xbox Series X und S verfügbaren Gebieten, über 40 Fahrzeuge, darunter auch Bulldozer und Lastenkräne. Roadcraft wird also eine Kombination aus Offroad- und Bausimulation und bietet dafür auch eine überarbeitete Physiksimulation. Wir müssen sogar Punkt für Punkt Routen für unsere Logistik-Konvois festlegen. Ja, ihr Landratten, hüst die Segel und kommt an Bord beim Klabautermann. Ja, das ist Online-Koop. So ähnlich geht es zu in Rogue Waters, einem taktischen, rundenbasierten Roguelite in einer Piratenwelt, die von einem schrecklichen Fluch heimgesucht wird. Wir müssen eine Crew von Haudegen zusammenstellen und sie in gewiefte Piraten verwandeln. Mit der Zeit können wir sogar legendäre Kreaturen der Meere beschwören und damit gegen unsere Feinde kämpfen. Natürlich wird auch ordentlich mit Kanonen geschossen und beim Entern kämpfen wir dann sogar auf mehreren Decks gleichzeitig. Rogue Waters erscheint schon am 30. September für den PC.
Die Scharfschützenserie. Und ich glaube, jetzt kommt nur noch. Wirklich nur noch Wiederholung. Ja, sieht fast so aus. Doch ne? Will follow the light. Der stimmungsvolle Trailer zeigt uns eine raue Küsten- und Eislandschaft, in der wir gestrandet sind und nun den Weg nach Hause finden müssen. Den haben wir noch nicht gesehen. Oh je. Das Entwicklungsstudio gibt auf der Steam-Seite des Spiels an, dass man sich bei der Geschichte, die auch Themen wie Realitätsflucht behandelt, bei Firewatch inspirieren ließ, aber die Stimmung aus Alan Wake einfangen wollte. In der Ego-Perspektive erforschen wir schroffe Küsten mit Leuchttürmen und Fischerdörfern an der eisigen Nordseeküste. Ich glaube, das dürfte auch interessant sein. Das sieht ziemlich interessant aus tatsächlich, ja. Sowas, ja, wie Watchtowers, dass du einzelne Punkte abfährst, die Leuchttürme, ja. Dabei soll auch noch eine dramatische Vater-Sohn-Geschichte erzählt werden. Und wenn wir nicht laufen, segeln wir übers Meer oder fahren sogar Hundeschlitten. Sieht auf jeden Fall spannend und mysteriös aus. Will Follow the Light erscheint 2025 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X und S. Solange mich da nichts anspringt. So, das waren alle Neuankündigungen. Moment. Was heißt hier zum Schluss kommen? Wir sind noch gar nicht am Ende. Es gab sogar noch mehr Ankündigungen. Mein Kollege Paul war jetzt aber schon auf dem Weg nach Köln für seinen Auftritt in der Gamescom-Show. Also mache ich hier mal weiter mit ein paar Nachträgen. Los geht's mit Bonaparte, A Mechanized Revolution, einem Strategiespiel, in dem wir Frankreich erobern und eine Revolution anführen sollen. Und ähnlich wie im Souls-like Steel Rising vor ein paar Jahren, sind auch hier in dieser alternativen Geschichtsvariante Roboter auf den Schlachtfeldern unterwegs. Doch es geht nicht nur ums Kämpfen, wir müssen auch politische Entscheidungen treffen und so die Zukunft Frankreichs und Europas formen. Rauskommen soll Bonaparte Mechanized Revolution 2025 für den PC, allerdings erstmal nur im Early Access. Mit Song of Conquest haben wir zwar in den letzten Jahren eine sehr schöne Hommage an den klassischen Mix aus Rollenspiel und Strategie bekommen, doch das letzte offizielle Heroes of Might and Magic ist jetzt auch schon wieder bald 9 Jahre alt. Jetzt hat Ubisoft mit Olden Era einen neuen Serienteil für 2025 angekündigt, inklusive rundenbasierter Kämpfe, Hexfeldkarten und Schlossausbau. Es wird eine Story-Kampagne, aber auch Koop- und PvP-Optionen geben. Das Spiel wird nächstes Jahr zunächst in den Early Access starten und ist bislang auch nur für den PC angekündigt. Das 2021er Action-Adventure Lost in Random bekommt mit Lost in Random The Eternal Die einen unerwarteten Ableger, der das Spielgeschehen diesmal aus der ISO-Perspektive anzeigt. The Eternal Die ist ein Action-Roguelite für PC, PS5 und Xbox Series X und S und soll 2025 rauskommen. Wir steuern hier diesmal Alexandra, die im Vorgängerspiel noch als Queen of Random die Hauptgegenspielerin war. Wir kämpfen uns durch zufällig erstellte Level und müssen uns immer wieder neuen Herausforderungen stellen. So, und das war's jetzt aber wirklich. Ich dachte zwischendurch, es gäbe noch mehr, aber erstaunlich viele Titel wurden dann doch schon irgendwann früher mal angekündigt. Beispielsweise The Stone of Madness, das vor 3 Jahren im ersten Trailer noch deutlich schlichter aussah und ein Echtzeit-Taktikspiel mit Comic-Optik im Kommandostil von den Blasphemous-Entwicklern wird. Und das sieht auch wirklich cool aus, ist aber wie gesagt keine komplette Neuankündigung gewesen, aber vielleicht nehme ich den Trailer mal in die nächste Trailer-Rotation auch mit auf. Aber jetzt könnt ihr uns ja erstmal schreiben, auf welche Neuankündigungen ihr euch besonders freut. Ich sage aber erstmal, auch im Namen von Paul, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Nice. Voll cool. Danke fürs Zusehen. Links findest du eine YouTube-Empfehlung und rechts die React-Playliste. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Wir sehen uns Freitag im React wieder ab 18 Uhr mit Money zusammen. Tschüss.